Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe ja schon so oft überlegt, gibt es eigentlich gute deutsche Filme? Ich meckere viel über den deutschen Film und ich habe mir die ganze Zeit mal überlegt, hast du denn so eine Top 10? Hast du überhaupt 10 Filme, die du überhaupt gut findest, die aus Deutschland stammen? Und ich war am Überlegen und war am Überlegen und ja, ich habe es mir nachher so ein bisschen aufgeschrieben. Und ja, ich habe eine Menge deutsche Filme, die ich gut finde und habe eine Top 10 zusammenbekommen. Nicht nur eine Top 10, sondern eine Top 12, 12 Filme. Und da war ich am Schreiben und am Machen, auf welchen Platz muss der und der. Und dann habe ich sogar 13 Plätze rausgemacht, denn den einen Film wollte ich irgendwie sogar noch mit reinkriegen. Also meine Top 13 deutschen Filme, die ich persönlich gut finde. Da sind ein paar Klassiker bei, die sind nachher hinten ein bisschen in den Top 10. Aber das heißt ja nicht, dass die schlecht sind. Das sind alles gute Filme. Ich habe auch ein bisschen aussortiert. Ich habe hier zum Beispiel hier keine Otto-Filme drin. Ich mag die Otto-Filme, aber die waren jetzt nicht so gut, dass sie da rein mussten. Die Mike Krüger und Thomas Gottschalk-Filme finde ich auf irgendeine Art und Weise auch irgendwie lustig, aber sind halt zu trashig. Habe ich auch nicht mit reingenommen. Dann den Kultfilm Bang Bum Bang habe ich auch nicht mit drin. Das liegt aber daran, weil ich nicht mehr genau weiß, worum es nochmal ging. Ich weiß, dass ich den Film damals richtig geil finde. Er hat ja Kultstatus mittlerweile. Aber ich habe mich an den Film, kann mich kaum noch daran erinnern und deswegen habe ich den auch nicht drin. Ich glaube, er wäre in den Top 10 drin, aber ich müsste mir den jetzt nochmal anschauen. Es ist einfach alles zu lange her. Und ja, und ich würde sagen, starten wir einfach mal durch und dann fangen wir mal an mit Platz Nummer 13. Und ihr wisst, ich mag keine Til Schweiger Filme. Ich mag sie einfach nicht. Ich mag sie einfach grundsätzlich nicht. Die, aber hier und da hat er doch nochmal einen rausgerissen, wo ich dachte, oh, der war aber richtig gut. Und den habe ich jetzt extra nochmal dazu genommen. Auf Platz 13, Knocking on Heaven's Door aus dem Jahre 1997 mit Jan-Josef Liefers. Und ich habe diesen Film echt abgefeiert. Ich habe den damals wirklich, glaube ich, 97 oder 98 geschaut. Ich kann mich an diesen Film noch erinnern. Ich weiß, worum es ging. Da spielt auch Rutger Hauer, kam da nochmal drin vor. Und ich fand die Idee irgendwie richtig geil. Die beiden sind krebskrank und denen ist halt eigentlich scheißegal. Die werden eh sterben und machen, was sie wollen. Und das finde ich so geil. Die hauen da richtig, richtig einen raus in dem Film. Nach dem Motto, ist mir alles scheißegal, die können uns ja nichts mehr. Und das liebe ich an diesem Film. Und der hat so noch so eine Härte, der ist noch ziemlich brutal, hat ein bisschen Humor, trockenen Humor. Das passte alles. Also ich glaube, in den 90er hat Til Schweiger bessere Filme gedreht als in den 2000er. Ja, da war das irgendwie alles noch so Hand und Fuß. Heutzutage ist das mir alles zu albern oder zu, wenn er einen Actionfilm dreht, zu ernsthaft. Und hier passte irgendwie alles. Deswegen Knocking on Heaven's Door auf Platz Nummer 13. Dann machen wir weiter. Ich wollte auch einen Zeichentrickfilm dazu nehmen und ich war überlegen an Werner war ich an denken oder der kleine Punker fand ich damals auch geil. Hier hast du mal eine Mark. Hier, heute ein Angebot, 99 Cent, hey, dann sparst du einen Pfennig oder wie das damals war. Der kleine Punker fand ich auch richtig geil. Hab mich dann aber zu entschieden, auf Platz Nummer 12 das kleine Arschloch zu nehmen. Auch aus dem Jahre 1997. Ja, und das ist ja eine Comicserie von Walter Mörs gewesen. Und ich liebe den Film, das kleine Arschloch, das war so geil. Mit dem Hund, den er mal ausgeführt hat und der mal Todesangst hatte. Oder der alte Sack, damals noch, ja, die Stimme von Helge Schneider war das. Ich bin großer Helge Schneider-Fan. Ich musste das kleine Arschloch nehmen. Und es ist ein grandioser Film, er mittendrin in seiner Pubertät und so weiter und so fort. Wenn ihr diesen Film noch nicht kennt, weil er schon ein bisschen älter ist, schaut euch diesen Film an. Der ist immer noch geil. Nicht abschrecken lassen von der Zeichentrick-Art. Es ist so, wie es ist und es ist ein geiler Film. Ja, auf Platz Nummer 11 habe ich, ja, da war ich ein bisschen, na, kann man den jetzt überhaupt reinnehmen? Stromberg, den Film. Das liegt daran, der Film ist jetzt nicht unbedingt nachher der beste von allen Filmen. Aber Stromberg sehe ich so als Gesamtwerk. Die Serie fand ich richtig geil. Und Stromberg ist ja der Abschlussfilm von der Serie. Und den Film mochte ich sehr. Ich habe den abgefeiert. Ich liebe die Serie. Ich war hier und da vielleicht ein bisschen enttäuscht von dem Film. Aber im Großen und Ganzen hat er mir sehr viel Spaß gemacht. Christoph Maria Herbst ist eine Paraderolle. Immer wenn ich ihn sehe, denke ich an Stromberg. Und ist ja nicht schlimm. Er ist ein toller Schauspieler.
Ich mag halt Stromberg und der musste jetzt hier rein. Wenn du zum Beispiel die Deutschen eine geile Serie hinbekommen und dann noch einen erfolgreichen Kinofilm hinterher ballern, kommt das hier in meine Liste rein. Ja, das muss rein hier. Und das habe ich jetzt gemacht. Stromberg auf Platz Nummer 11. Auf Platz Nummer 10 darf man natürlich auch nicht vergessen, den erfolgreichsten deutschen Film. Ist er das noch? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war es er eine ganze Zeit lang. Und wir sprechen jetzt über, ja, der Schuh des Manitus. geiler Film. Geiler Film. Jetzt soll ja der zweite Teil rauskommen. Das Kanu des Manitus oder so soll es heißen. Bin ich sehr gespannt drauf. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Bully Herbeck. Hat hier einen Klassiker geschaffen, der mich auch sehr an die Komödien aus Amerika erinnert hat. Also richtig überdreht, richtig geil, witzig, geile Mucke. Es passt hier alles, einen schwulen Indianer da reinzubauen. Wenn man sich den Film heutzutage anschaut, der ist ja aus den Jahren 2001. Ja, darf man das gar nicht mehr alles so drehen oder zeigen, wie das damals so war. Ich weiß auch nicht, wie die Fortsetzung wird, weil. Ja, man muss hier alles jetzt heutzutage anders sehen. Die Zeiten haben sich geändert, aber Schuh des Manitus, ein Klassiker, schaue ich mir immer wieder gerne an. Ich lache mich kaputt und es ist ein geiler Film. So, auf Platz Nummer 9 haben wir, ja, ein, ja, Roadtrip-Movie. Ja, so nenne ich es einfach mal. Absolute Giganten. Aus den Jahren 1999. Ja, und da geht es um so drei Jungs, die so den letzten Abend in Hamburg verbringen, die drei zusammen, weil einer verlässt die Stadt. Oh ja, und da passiert so einiges. Und ich liebe diesen Film. Er ist ziemlich ja, abgedreht, aber ich liebe diesen Film. Auch dieser ist ziemlich untergegangen mittlerweile. Viele kennen den Film wohl noch, aber wir müssen absolute Giganten gucken. Und wir haben hier den Schauspieler Frank Gehring, der leider schon 2010 verstorben ist. Er war einer der besten deutschen Schauspieler. Ich habe damals war richtig erschrocken, wo der dann 2010 schon verstorben war. Von denen hätte wäre noch viel gekommen. Viel gekommen. Mit denen hätte ich zum Beispiel auch einen Til Schweiger-Film mal gesehen. Ich glaube, mit denen hätte so noch einiges klappen können. Ja. Ja, absolute Giganten. Schaut euch diesen Film an. Ihr werdet diesen Film lieben. Es ist wirklich ein absoluter Knallerfilm, was alles in der Nacht so passiert. Es ist kein Hangover, aber es ist ja, so eine Art, ja, drei Jungs geben nochmal richtig Gas. So nenne ich es einfach mal. So, auf Platz Nummer 8 haben wir das Experiment, der Psychothriller mit Moritz Bleibtreu, der auch in den USA nochmal neu verfilmt worden ist mit Adrien Brody, heißt der so? Ja, ich meine schon. Auch die USA-Version fand ich ziemlich cool. Die war sogar ab 18. Dieser Film ist ab 16 gewesen. Ja, da geht es darum, um Freiwillige, die sich für ein Experiment ja, zur Verfügung stellen. Und dann geht es aber ordentlich zur Sache. Also, da werden alle Gesetze außer Gefecht gesetzt. Und da kriegen die ordentlich was auf die Fresse. Aber ordentlich. Also das Experiment müsst ihr euch anschauen. Müsst ihr euch anschauen. Also es ist wirklich ein Psychothriller aus den Jahren 2001 ist der. Entschuldigung, habe mich vertan. Ich wollte sagen aus den Jahren 1999, aber 2001 ist der. Und glaube ich, die amerikanische Version ist um die 2010, 11 oder so gekommen. Oder noch später, irgendwie so rum. Ich würde erst die deutsche Version angucken und dann die amerikanische Version. Die sind beide sehr gut. Ich mag die deutsche natürlich lieber. Und Moritz Bleibtreu, da habe ich den erst mal so mal gesehen als Schauspieler, wo ich dachte, von denen sehen wir noch mehr. Haben wir auch gekriegt. Auch geiler Film. Schaut euch das Experiment an. Auf Platz Nummer 7. Und da sagen jetzt viele, ah, das ist doch Platz 1. Was machst du denn da, Alter? Das kannst du doch nicht machen. Aber ja, das Boot aus den Jahren 1981, bin ich auch geboren 1981. Hey, mein Geburtsjahr, das Boot. Und ich frage mich immer, Alter, wer spielt denn da alle mit? Alter, Alter, Herbert Grönemeyer haben wir. Martin Semmelrocke, Uwe Ochsenknecht, Ralf Richter, wir haben hier alle deutschen Weltstars da drin. Das Boot, echt ein Knaller und es gibt so viele Versionen von diesem Film. Es gibt den, glaube ich, den Film als Serie, jetzt nicht die neue Serie, damals als Serie noch gemacht. Dann gibt es eine 3-Stunden-Version, dann gibt es eine 4-Stunden-Version und oh, keine Ahnung. Also ich habe mir das Boot damals angeguckt, ich glaube, der ging da über 3 Stunden.
Es ist ein geiler Film. Es geht ja halt um den U-Boot, was dann im Krieg da rumschwimmt und dann alles Mögliche durchmachen muss. Also es ist wirklich ein spannender, spannender Film. Ja, also das Boot damals auch geil gemacht. Die Musik passte damals. Es ist halt einfach der Film der Filme, ne? Genau. Die Serie selber von Das Boot habe ich noch gar nicht geschaut. Weiß auch nicht, ob ich mir das anschauen werde. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall den Film Das Boot auf Platz Nummer 7. Und jetzt haben wir auch Platz 6. Und er sagt dir wieder: Alter, 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 dieser Film gehört auch auf Platz 1. Ja, aber ich kann nicht alle Filme auf Platz 1 setzen. Im Westen nichts Neues. Und das muss ich jetzt so sehen. Ich wollte eigentlich den Film aus den Jahren 1930 nehmen, aber da habe ich nachgelesen, dieser Film wurde in Amerika gedreht, teilweise in Frankreich und so weiter und so viel. Deutschland hat damit gar nicht viel zu tun. Deswegen kann ich den hier nicht als deutschen Film mit reinbringen. Also nehme ich im Westen nichts Neues aus dem Jahre 2022. Und der Film ist natürlich ja, sowas von geil gemacht. Steht den Originalfilm nichts nach. Natürlich haben die jetzt natürlich mehr, ja, bessere Funktionen, diesen Film jetzt besser hinzustellen. Die ganzen, ja, die ganzen Spezialeffekte und so besser hinzukriegen. Die Schauspieler auch in diesem Film 2022 ist alles gut. Ich wollte trotzdem den Film aus den Jahren 1930 nehmen, aber ich habe jetzt diesen Film nehmen müssen. Sind beide sehr gut. In den ersten Film, finde ich, wo ich den geguckt habe, habe ich mir gedacht, ihr müsst euch überlegen, aus den Jahren 1930, ich habe über diesen Film schon mal eine Kritik gemacht, wie gut der geworden ist und wie man da, Alter, der geht richtig am Herz. Also schaut euch beide Filme an, beide Filme sind sehr, sehr gut. Ich hätte nie gedacht, ich bin immer ein Mensch dafür, wenn es so einen guten Film gibt, soll man den nicht anfassen und den nicht neu drehen. Bei diesem Film haben sie es geschafft, dass das Original als auch jetzt das Remake genauso gut ist, wenn nicht sogar noch ein Stück besser als das Original ist. Applaus dafür. Platz 7, im Westen nichts Neues. Auf Platz 5 haben wir jetzt auch einen Film aus dem Jahre 1931, ein Jahr später. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Ich kam auf diesen Film, ich habe damals den Film geguckt mit Jack Nicholson, Das Versprechen. Es ist ja der gleiche Film, kann man sagen, halt nur mit Jack Nicholson aus Amerika. Und M, eine Stadt sucht den Mörder, habe ich dann wirklich viele Jahre später erst geschaut und Alter, ist das ein grausamer Film. Alter, mein Gott, es geht um einen Kindermörder und ja, einen, der diesen Kindermörder fangen möchte. Und das, boah, Alter, das ist so gespielt, so krass, das spielt so richtig mit der Psyche und wer Kinder hat, versteht, was ich meine, wie schlimm dieser Film eigentlich ist. Also ich muss ihn ja auf Platz Nummer 5 setzen. Klasse Film. Echt, dass sie damals sowas gedreht haben, krass. Ich rede heute viel, ich muss zwischendurch ein bisschen was trinken. Ja. Jetzt kommen wir zu den besten vier Filme. Und da sagen jetzt viele, ja, aber da sind so Klassiker wie eine Stadt sucht den Mörder und das Boot dabei. Die gehören doch in die Top 3 dazu. Ja, aber es ist meine eigene Meinung und ich habe Filme dabei, nun mal, die mir persönlich mit sehr viel Ereignissen in meinem Leben dazu geführt haben, dass diese in den Top 3 dabei sind. Das bedeutet, ich habe diese Filme geguckt in Zeiten, woran ich mich gerne erinnere. Ich mochte die Filme und es hängt an diesem Film, hängen viele Erinnerungen dran. Deswegen sind sie jetzt in den obersten Plätzen. Die sind vielleicht nicht so gut wie die anderen Filme, aber die sind für mich persönlicher. Genau. Deswegen reden wir jetzt auf Platz Nummer 4. Ja, Engel und Joe aus den Jahre 2001. Habt den auch auf DVD. Aus dem Jahre 2001 und den Film habe ich damals mit meiner damaligen Freundin geschaut. Ich habe diesen Film echt geliebt. Ich liebe Jana, wie heißt sie nochmal? Jana Palaska. Ja, ne? Jana Palaska. Entschuldigung. War echt ein richtig geiler Film. Es ist ein Punkerfilm. Es geht um Jugendliche, die auf der Straße leben. Die beiden verlieben sich. Sie wird schwanger, leben auf der Straße. Sie muss sich
ja, als Nutte durchs Leben Geld verdienen und so weiter und so fort. Und es ist ein extremer Film. Engel und Joe, ey, schaut euch diesen Film an. Der ist echt, wow, krass. Ja. Auf Platz Nummer 3, Bandits aus dem Jahre 1997. Und dieser Film, der hat mich abgeholt. Der hat mich abgeholt. Den habe ich damals im Kino geschaut. Ich war, glaube ich, danach 5 Jahre verliebt in Jasmin Tapa dabei. Boah, ja, sah die in diesem Film geil aus. Meine Fresse, was eine hübsche Frau. Und dann die Filmmusik dazu. Es geht ja um die Mädels, die aus dem Knast ausbrechen und dann eine Band gründen, die gejagt werden die ganze Zeit. Und die Musik in diesem Film, Hammer. Wir haben hier Catch Me, war sehr erfolgreich. Den Soundtrack höre ich mir heutzutage noch gerne an. Ist ein Hammerding. Katja Riemann hat extra für diesen Film Schlagzeug gelernt und schaut euch Bandits an. Es ist ein Hammerfilm. Es fühlt sich so an wie so ein durchgehendes MTV-Video, aber richtig geil gemacht. Der ist spannend, der geht an Herz. Wir haben hier was zu lachen drin. Also schaut geile Filmmusik, wie die Filmmusik ist, Wahnsinn in dem Film. Also deswegen Bandits auf Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 2 ist Victoria. Den hat dir damals mein guter Kollege mir zum Geburtstag geschenkt und ich sag, deutscher Film. Ah. Er sagte, hey, guck dir den an, der ist geil. Und dann habe ich den Film geguckt. Und der Film ist ja ohne Schnitt, der geht ja in eins durch. Der wurde ja wirklich also von Anfang bis Ende in eins durchgedreht. Dafür erstmal Respekt, sowas zu schaffen. Respekt. Und der Film ist dabei auch noch spannend, gut. Krass, es gibt sehr viele Twists in dem Film. Der ist auch nachher, man fiebert mit den Figuren mit, weil das alles in einer Nacht passiert. Und was da alle passiert, boah, Hammer, Hammer, Hammer. Victoria, schaut euch diesen Film an und schaut euch den wirklich an. Ich bitte drum. Victoria ist so ein krasser Film. Wo du am Ende nachher wirklich mitweinen wirst, würde ich sagen. Also man fiebert auf jeden Fall mit und guckt euch Victoria an. Dann auf Platz Nummer 1 haben wir der goldene Handschuh aus dem Jahre 2019. Und das ist ein Film, der ist ab 18 auf jeden Fall. Und das ist ein Film, wenn es ein Geruchkino geben würde. Also das ist ein Film, den kann man riechen, wie ekelig der ist, wie krass der ist. Der ist so, boah, wie abtrünnig Menschen sein können. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Und der Film ist so gut gedreht, also krass, krass, krass. Also und sehr brutal und widerlich, widerlich ist der Film. Boah. Und sowas auf Leinwand draufzukriegen, da gehört höchsten Respekt dazu. Die Schauspieler in dem Film, wow. Alles krass, das ist Wahnsinn. Was da geschaffen worden ist, Respekt, Respekt. Der Film ist wirklich nichts für schwache Nerven. Das sage ich euch im Voraus, wenn ihr den Film nicht kennt. Schaut ihn euch an, esst dabei nichts, trinkt dabei Wasser und habt dabei vielleicht einen Eimer dabei, wenn ihr mal kotzen müsst. So ekelig ist der Film. Aber krass, es ist ja auch nach einer wahren Geschichte und wow, krass, krass, krass. Ja, das waren meine besten deutschen Filme, meiner Sicht her. Ich würde gerne wissen, wie ihr was oder was eure besten deutschen Filme so sind. Was wäre eure Nummer 1? Würde mich sehr interessieren. Ich weiß, es ist jetzt eine Liste gewesen, die nicht jeder mag, aber es ist ja meine persönliche Liste und von daher. Bitte schreibt mir nichts Böses oder so. Ich mag diese Filme halt einfach und es ist viel auch Persönliches dazu. Aber mich würde wirklich interessieren, was so eure besten oder ja, Lieblingsfilme aus Deutschland sind. Ihr könnt auch gerne kein Ohrküken oder Hotdog oder wie sie alle heißen oder Honig im Kopf da reinschreiben. Ich habe nichts gegen diese Filme. Es sind nicht meine Filme. Wenn ihr die gut findet, Gottes Willen, alles gut. Schreibt es in den Kommentaren rein. Es gibt so viele deutsche Filme, die gut sind. Ich habe viele ausgelassen wahrscheinlich, aber das wäre ja dann eine Top 100. Also das würde den Rahmen sprengen. Genau. Ja, falls ihr von mir keine Videos verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao.